Gucken wir mal gleich die nächste Strecke an. Ja, und jetzt fahren. Ich will ja über Springen, Qualifying gleich Gold reinhauen. Wenn es geht, oder am dritten, zweiten. Lass mal wenigstens von hinten starten. Naja, Alonso, ist mir egal. Ich patsch das Auto voll mit Hightech und dann geht das. Zur Strecke, genau so machen wir das Quali und fertig. Aber schwer wird es nicht sein, die Strecke. Highspeed ist das nicht. Na, so, das sehen wir jetzt fast. Ja, Bremsen. Jetzt wäre der Flügel weg gewesen. Eine Runde habe ich nur. Na, vielleicht reicht es für den zweiten, dritten, ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Beschissene Strecke, ey. Ferrari ist hinter mir. Hab Schaltmodell ausgemacht, weil Monaco reißt dir schnell mal ein Rad weg oder ein Spoiler fahren oder irgendwas. Wie schon damals zu Schumachers Zeiten gehabt, dass ich mir mit dem Schumacher das Hinterrad weggeheizt habe oder das Vorderrad oder ein Spoiler von weggehauen. Das Schlimme ist ja, Motorschaden hatte ich auch schon gehabt, das Auto hat gefackelt. Die Leitung geplatzt war. Es ist halt verloren, es ist halt nichts mehr mit Sieg. Und okay, großartige Leistung. Du warst wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Trotzdem auf Platz 1. Okay, wohl ich so. 5 Sekunden noch hinter mir, okay. Sieg wird schon mir sein, da brauche ich mich gar nicht anstrengen, ewig. Also ich habe einen schlimmen Dreher oder irgendwas auf der Strecke, dann wäre es nicht gut. Es muss schon alles geben. Na komm. Dauert aber auch lang. Willkommen zu einem der schnellsten Rennen im Rennkalender. Rett im Zuschauer steht da dort. Saudi-Arabien, okay. Die Fans ist bereits tief in ihr Herz eingeschlossen. Wir sind in Jeddah beim Grand Prix von Saudi-Arabien. Werfen wir einen Blick auf die topografische Karte des Jeddah-Stands. Ah, oh, sieht gut aus. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung. Ich habe alle 23 Rennen. Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Naja, dann.
Ah, es ist aber eng hier. Ferrari, es ist hinter mir, aber es geht. Es ist keine schöne Strecke hier. Schnell, ja. Aber ich muss mir erst an die Strecke gewöhnen. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Bremsen. Schnell ist die Runde trotzdem gefahren. 2 Sekunden liegt aber noch hinter mir, das Saints. Also das ist schon. Du musst dir schon ein wenig eine Spalle die geben, Alter. Das ist besser. Weil ich jetzt ungefähr weiß, wie ich die Kurven fahren kann hier. Haben ein gutes Gedächtnis, kann ich nicht lernen. Ich kann ein bisschen mehr Gas geben. Passt. Ja, hier die schon reingehauen. Hier bin ich ein bisschen hausen, aber es geht. Schalte hier mal auf die 7. Macht 7 rein und fertig. Okay. Ich will ein bisschen Zeit gut gefahren. Passt schon. Hier kommt's gelb. Vielleicht kommt bremst. Aber okay. Kommt gerade. Ah, gute Zeit gekommen. Schon besser. Er kommt leicht hinten immer mit dem Arsch gewackelt. Und ganz leicht. Merkst du schon, da haben wir jetzt ein Boot. Und ich gibt keinen Ärger. Sekündchen fehlt fast. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 9,4 Sekunden. Oh, da ist hinten. Da hat keine Punkte einnehmen.
Mercedes, Ferrari, scheiße. Müsste eine gute Runde werden. Wenn nicht sogar die schnellste. Ne. Hab schon wieder Zeit verloren. Zwei Sekunden verloren. Wo ich am Limit fahre. Das wird eine gute Runde. Na, und sogar noch eine bessere Zeit. P1 für uns, weiter so. Sauber, Mädel. Und damit endet der große Preis von Saudi-Arabien. Das Team hat heute eine beeindruckende Leistung gezeigt. Es ist an der Siegerehrung. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. König für 9 hat er gehabt. Also Stefan, wer ist für dich Fahrer des Tages? Für mich ist das heute König. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Konstrukteurwertung schaffe ich nicht. Das packst du nicht. Aber die Dings schaffe ich locker, die Rallye Hot Lap, okay. Nachricht gekriegt, muss ich gucken gleich. Also Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, BTW Alpine, Money Cram, Alfa Romeo, F1 Team. Ja. Einrichtung. Okay, 2-2 haben wir drin und hier auch. Wir haben noch genug Punkte zu vergeben. Machen wir Aerodynamik. Akzeptieren, da haben wir die hier rein. Red Links, genau. Standard reicht vollkommen. Genau, da haben wir die schön rein. So. 300.000 Euro habe ich. Ist in Ordnung. Gut.
neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Wähle trifft, habe ich nie gemacht. Können wir mal machen. Weiß nicht, ob ich es hinkriege. Auf Regen, okay. Handbremse ist. Komm, bricht gleich aus hier. Hat er aber eine Handbremse? Das ist nicht gut, ist. So hast du vielleicht mit dem Glück hast. Naja. Silber wäre schon schön. Das geht. Man gewöhnt sich gerade an der Kiste. Ah, mal Gold. So, du musst 3000 Punkte haben, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ja, ist doch easy. Wusste ich doch gar nicht, dass da. Regen ist immer gut. Ich bin da. Dann hast du sogar noch was geschafft. Na gut, hier ist ein Haus. Ist gut gemacht, das sieht man wenigstens, dass es regnet. Nicht wie bei manchen Formel 1 Rennen oder so. Also keine Regenschirm halten, haben einfach dort gestanden im Pissregen. Ich habe fast die ganze Dings geschafft, die ganze Strecke. Ja, gut. Arm auch, Brot im Bass, gibt's wieder Kohle. Ich muss alles mitnehmen. Gut.